Noch 8 Sekunden. Und los. Guten Morgen. Ich bringe Ihnen traurige und bestürzende Nachrichten. Auch wenn ich die Einzelheiten der Anschuldigungen noch nicht kenne. Sie lässt mich voll ins Messer laufen. Mitch Kessler, mein Co-Moderator und Partner seit 15 Jahren, wurde heute entlassen. Du! Wir stehen der größten Krise unserer Geschichte gegenüber. Mein Leben wurde zunichte gemacht, ohne jeden Grund! Wir werden Zeuge einer epischen Wiedergeburt. Ihr Haltbarkeitsdatum ist vor Jahren abgelaufen. Wir müssen ein paar neue Leute ausprobieren. Ich passe in keine Schablone. Welche Schablone genau? Jede Schablone eigentlich. Ihre Sendung ist scheiße. Oh, danke. Das sind kaum noch Nachrichten. Wir müssen alle möglichen Testaufnahmen machen. Und wir brauchen einen Vertrag. Wo sitzen die Juristen? Bereit? Können losgehen. Die meisten Leute wollen darauf vertrauen, dass derjenige, der ihnen die Wahrheit über die Welt erzählt, eine ehrliche Person ist. So wie Sie. Ja. Sie haben mit Ihren Worten Amerika berührt. Das merken die Leute, das kommt an. Den Niedergang einer äußerst populären Frau live mitzuverfolgen, ist zeitloses amerikanisches Entertainment. Ich muss die Zügel in der Hand behalten und verhindern, dass die mich rausschreiben. Du hast mir mein Leben gestohlen und mich allein zurückgelassen mit einem Rudel Wölfe. Denken Sie echt, ich würde das machen? Dieser Stuhl könnte Ihrer sein. Ich will Ihren Job nicht. Oh, Liebes, das ist Blödsinn. Wenn du durch diese Tür gehst, führt kein Weg mehr zurück. Sie scheinen offenbar allesamt nicht zu verstehen, dass Sie nichts mehr zu sagen haben. Und offen gesagt habe ich euch Wichtigtouren schon lange genug das Ruder überlassen. Ab jetzt läuft es so, wie ich es will. Was ist mit deinem Fernseher passiert? Wir hatten eine Meinungsverschiedenheit. Jemand wird gleich gefeuert. Oh, Scheiße. Meine Schwester. Augenblick, ihr plant eine Weihnachtsfeier? Das ist keine Weihnachtsfeier. Es ist eine ökumenische Mischveranstaltung. Tja, was auch immer es sein soll, das könnt ihr vergessen. Gut, ist abgesagt. Hey, Idiot, das habe ich ganz genau gesehen. Okay, die Feier findet nicht statt. Sie findet statt. Diese Firma ist am Arsch. Ich werde sie dicht machen. Gib uns etwas Zeit, um das Ruder rumzureißen. Na schön. Sollte es euch gelingen, Walter Davis und seine 14 Millionen unter Vertrag zu nehmen, sind eure Jobs sicher. Deal. Und dann stehst du dumm da. Dann hätten wir ja endlich was gemeinsam. Gott verdammt, sie ist so ein Biest! Leute, wir werden ihm einen unvergesslichen Abend auf unserer Weihnachtsfeier bereiten. So retten wir unsere Jobs. Gar keine blöde Idee. Walter? Lust auf Party? Ist lang her. Es ist Weihnachten, also lassen wir uns mal volllaufen. Teilnahme ist Pflicht. Ja. Die verklage ich. Ich habe heute Geburtstag. Ah, das lobe ich mir voller Einsatz. Legen wir los. Frohe Weihnachten, ihr Wichser! Direkt durch den Kamin geschlittert. Yeah! Beste Party ever. Hashtag freisaufen. An wen schickst du das? An alle in Chicago. Ich bin CEO von Sinotec. Fahren Sie einfach weiter. Ich habe heute Abend schon 4 Fuhren bei dieser Party abgeliefert. Und die haben mir nur 3 Sterne gegeben, diese Wichser. Was haben Sie gerade gesagt? Dass das verdammte Wichser waren. Let's go! Ich möchte zu bedenken geben, dass die Entscheidungen, die ihr heute Abend trefft, Konsequenzen für euer restliches Berufsleben haben können. Du fährst sofort rechts ran oder ich puste dir deine Scheißbirne weg. Ich liebe Amerika! Kommt mal her. Ich fühle mich lebendig! Ich hab dir mit ihm angestellt! Ich liebe diese Firma! Ich denke, er wollte schwingen. Wo hast du die her? Ich glaube, das willst du gar nicht wissen.
Wie lief's heute in der Arbeit, Nachbarin? Ich brauche einen Lapdance, Tisch 5. Nicht zu nah rangehen. Der Kerl muffelt nach Spargelpisse und hat einen Piratenhaken. Du bist kein Nachbar, du bist ein Dealer. David Clark! Ich habe ein kleines bisschen Marihuana unten in Mexiko. Bring's mir bis Sonntagabend und ich gebe dir $100,000. Das ist einfach nicht meine Liga. Du hast keine Wahl. Was war das denn? Hab mir einen Orca gekauft. Ich verdiene einen Haufen Kohle. Wahrscheinlich filzen sie dich an der Grenze. Du könntest dich verkleiden. Nein, aus Batman oder sowas. Oh, da sind keine Drogen drin. Sie haben nichts zu befürchten. Hast du Lust, 10 Riesen zu verdienen? Drogenhandel? Kein Drogenhandel, das ist Schmuggel. Ich allein über die Grenze, Alarmglocken. Aber Familien? Hi! Da sieht keiner näher hin. Also musst du meine Frau sein. Ich hab so ein Hirni aus meinem Haus engagiert. Und ein kleines Gossenluder. Kenny, deine neue Schwester. Ich wollte immer so eine Schwester. Entferne das von mir. Wir geben uns einfach wie die quietschsaubere grundamerikanische Familie. Eine reizende Familie. Danke vielmals. Wir sind die Millers. Schatz. Lutschenschwanz. Entschuldigung. Dollar, ich soll hier ein kleines bisschen Gras abholen. Das ist kein kleines bisschen. Ich bewege hier genug Gras, um jeden verdammten Kiffer auszuknipsen, Mann. Gehört das auch zu deinem Plan? Ihr Leute könnt heute Nacht mit den Fitzgeralds campen. Wenn du so lang verheiratet bist wie wir, willst du die Sache ein bisschen schärfen. Ich habe noch nie eine andere Frau angefasst. Damit könnte ich leben. Dann wollen wir mal swingen. Oh, ja. Und los geht's. Ich stehe voll auf deine Familie. Ich weiß es. Ist das eine Gurke? Die sind ungewöhnlich. Das ist ein großer schwarzer Penis. Das ist ein Skateboard. Ein Skateboard, toll. Natürlich. Ein großes schwarzes Skateboard. Auf uns wurde geschossen. Los, los! Kenny wurde von der Tarantel gebissen. Ich würde einen Esel ficken, so weh tut das. Oh Gott, lass mal sehen. Ich zeig ihn dir nicht. Sei ein Mann und lass die Hose runter. Wir wissen, wie ein Schwanz aussieht. Eben. Wie sieht der aus? Ich kann nicht hinsehen. Oh, leck mich. Nicht so schlimm, nein. Sieh ihn dir doch an. Nein, ich sehe da nicht hin. Wie schlimm ist es? Kenny, geht's gut. Wir haben einen internationalen Drogenhändler bestohlen. Ihr stärkt es alle als Familie. Wir sind nicht meine richtige Familie. Meine Frau ist nur eine billige Stripperin. Okay, beweis es. Etwas Respekt, das ist deine Mutter. Ich glaube, du weißt nicht, was du tust. Entspann dich. Wie wär's mit etwas Mucke? I seen a rainbow yesterday, but too many storms have come and gone, leaving a trace of not what God given me. Is it because my life in 10 shades of gray? I pray all 10 fade away, selling and praising for the sunny day. Don't go Ich täusche schon seit Jahren vor, dass ich verheiratet bin. Ich weiß, dass das falsch ist, aber man hat keine Verpflichtungen und man tut niemandem weh. Meine Frau schlägt mich vor meinen Kindern. Oh nein! Ich schwöre dir, dieses Mädchen könnte die Richtige für mich sein. Träum ich oder hast du das gerade wirklich gesagt? Wie wär's, wenn ich mir deine Nummer aufschreibe und du mich zum Essen ausführst? Ich habe eine Visitenkarte in meiner Tasche. Was ist das? Ein Kreis? Oh. Sag ihr einfach die Wahrheit. Lass mich üben, du bist sie. Oh gut, okay, warte. Ich trage diesen Fake-Ehering. Du Schwein. Sag ihr einfach, du lässt dich scheiden. Es ist aus zwischen uns. Ich muss das nur auch noch von ihr hören. Wäre vielleicht eine SMS von ihr okay für dich? Ich kann nicht glauben, dass ich das wirklich mache. Ich will die Illusion kreieren, ich hätte eine heiße erste Frau gehabt, nicht sowas. Na schön, gehen wir, los. Ist sie das? Ich glaube ja. Na, ihr zwei Hübschen, ich gebe euch meinen Segen. Ich muss das all meinen Freunden twittern. Oh Gott, habe ich ganz vergessen, du bist erst 15. Au! Hast du mich gerade getreten? Nein, du? Wieso trittst du sie? Hallo? Schatz, du weißt, was ich davon halte, wenn du die Sachen deines Bruders verkaufst. Ihr habt Kinder? Wir haben so eine Art Kinder, so ein bisschen Kinder. Adam Sandler. Na dann los! Jennifer Aniston. Meine Kinder? Bist du jetzt völlig verrückt geworden? Hättet ihr Lust, so zu tun, als ob ihr meine Kinder seid? Fahr mit mir nach Hawaii, damit ich mit den Delfinen schwimmen kann. Kannst du vergessen. Dann such dir einen anderen. Für die würde ich mir auch eine erfundene Familie erfinden. Spielen wir jetzt, dass ihr mich umarmt und lacht schön laut. Lachen. Ich bin gleich bei dir, okay? Okay, okay. Jetzt gibt er auf. Meine erfundene Frau. Wie lange seid ihr schon verheiratet? 10 Jahre. 10 Jahre. Schon sehr, sehr lang. Also, ich habe mir ihre Akte angesehen. Call Girl? Aber das ist ja eklig. Hat dieser Job auch nur irgendwas Erhebendes? Na, da erhebt sich einiges. Also, das ist... In der Stunde keine Witze, bitte.
und wollte mal fragen, ob vielleicht heute Abend eine Ihrer Escort-Damen zur Verfügung steht. Okay. Wollen Sie Jasmin, Zitrus oder Birne? Was? Die Lotion. Ich habe mir gerade erst die Socken angezogen. Das mache ich nur so nebenbei, bis das mit meiner Schauspielerei anläuft. Wenn du mir heute nachschwörst, dass du das hier nie wieder tust, würde ich dir $30,000 geben. Ohne urteilen zu wollen, finde ich das total beknackt. Du, nicht bei deinen Schwiegereltern? Erst ab morgen, da kommen dann nämlich Delta und die Kinder an. Er hat mein Leben verändert. Und gütiger, nein. Du hast mein Leben verändert. Du hast mein Leben verändert. Es gab also noch andere. Doch wer hochsteigt, fällt auch tief. Ich habe ein Vorsprechen für dich. Das ist Isabella Patterson. Nein, die geht gar nicht. Ich finde die passt haargenau. Wieso magst du die Kleine nicht? Wer sagt, dass ich was gegen sie habe? Du benimmst dich recht komisch in ihrer Gegenwart. Wo ist denn der Fahrer? Haben wir was Falsches gesagt? Peinlich. Ich hab die Rolle! Toll, ich freue mich wirklich wahnsinnig. Jetzt freut er sich. Bei mir bist du immer deprimiert. Warum denn nur? Das ist ja toll. Da ist meine Therapeutin. Alarmstufe rot! Was hat diese Frau an sich, dass sie so gottverdammt von ihr vereinnahmt sind? Warum musstest du... Sie... Sie hat mir $30,000 gegeben. Für eine Nacht. Sie müssen toll sein. Du sollst es als Erste erfahren. Ich werde ein Kind bekommen. Du bist schwanger? Noch nicht. Aber ich arbeite dran. Eine Befruchtungsparty? Sowas macht eben nur Cassie. Ich bin Roland, der Spender. Und ich bin Cassies bester Freund. Ah. Mach doch nichts. Was hast du gegen meine Spermien? Du bist leicht neurotisch. Du hast deine Chance bei Cassie vermasselt. Sie hat dich unter guter Freund abgelehnt. Wer macht sowas? Entspann dich. Das machen heute alle so. Sag mal, ist die desinfiziert? Du glaubst doch alles, Wally. Debbie, lass den Quatsch. Wally, ich hasse es, wenn du trinkst. Du verlierst total die Kontrolle. Du warst hackedicht gestern Nacht. Ich kann mich an nichts erinnern. Hey, Wally. Stell dir vor, wir ziehen wieder zurück nach New York. Mein Schatz, das ist Onkel Wally. Hallo. Hallo, Sebastian. Ich denke, ich habe eine zyklothymische Störung. Okay, was hatte ich dir gesagt über Medizinseiten im Internet? Hast du Lust auf die beste Ente auf der ganzen weiten Welt? Weißt du, was sie mit den Enten in den Wasservogelzüchtereien machen? Ich habe extra angerufen und habe sie vorbestellt. Er ist ein Sturkopf. Da gibt's so gewisse Ähnlichkeiten und Zufälle. Er sieht ihnen sehr ähnlich. Du glaubst doch nicht, ich hätte sie vertauscht. Also Rolands Zutaten mit meinen... Ei! Ich habe Cassies Eierstöcke beschissen. Au, wie uncharmant. Ich dachte, das Allerwichtigste wäre es, Cassie zu sagen. Ich muss mit dir reden. Was treibt er da? Ich hab Angst! Ich erledige das. Roland ist da. Komm, bitte sei nett. Es ist ein Albtraum. Er will Ratschläge, wie er ein besserer Vater sein kann für meinen Sohn. Ich finde, der Mann ist ein Fehler. Hör bitte auf, die Situation Wallier zu machen, als sie ist. Sekunde, hast du meinen Namen gerade als Adjektiv benutzt? Ja, allerdings. In Zukunft verbringen wir sehr viel Zeit gemeinsam. Wieso, Onkel Wally? Weil ich, ich bin, Sie ist das Licht in meinem Leben. Sie ist meine Seelenverwandte. Ich denke, ich habe Gefühle für sie. Ach ja? Das denkst du ja? Ihr beide kennt euch erst 13 Jahre. Mach sofort die Tür auf. Kommt dir das bekannt vor? Ich habe Anflüge von Hypochondrie. Was ist das? Da denkt man, man hat Krankheiten, die man gar nicht hat. Oh mein Gott, das habe ich. Ich gratuliere dir, du bist Vater.